Willkommen zurück in Echo. Ja, wir wollen in dieser Folge den Kalkstein, der hier halt schon seit über 200 Folgen, seit über 230 Folgen schon sichtbar ist, wollen wir endlich mal hier raushauen. Und damit fangen wir auch so gleich mal an. Es wird aber nur sehr einfach gehalten. So, ja, na, 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 natürlich, natürlich, na, ja, na klar, na, sicher, ja, genau. So, so, so. So, jawohl. Es wird nur eine Lage, ne? Habe ich ja gesagt. Und das habe ich auch so gemeint. Es sei denn, es kommen gleich 20 Lagen runter, dann wird es auch mehr werden. Nein, ist natürlich das, was wir abgebaut haben. Alles gut. So, natürlich ist da auch noch einer drunter. So, gut, jawohl. Ja, fällt ganz schön viel an eigentlich. Aber wir brauchen tatsächlich Kalk, um Dinge zu schmelzen. Jojo, natürlich. Komisch. So, so. Ah ja. Ja, auch noch mal kurz wegklüppeln. Nee, das geht so nicht. So, jetzt müssten wir eigentlich, kommen wir da vielleicht mal dran. Das wäre echt schön. Warum komme ich da nicht dran? Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich kann ihn zubauen, aber sonst. Da ist er aber, ne? Das wäre, glaube ich, fatal, wenn nicht. Na gut, dann müssen wir nochmal runter. Dann, boah. Also ein Baufehler ist es nicht. Schauen wir mal. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder los ist. So. Hier vielleicht mal hoch. Jetzt kann ich auch sehen. Ist wohl auch Zeit. Gut. So, der kommt drin. Ist auch egal. Hier kommt ja eh er dahin. So, dann die restlichen Blöcke nochmal. Nein, da füllen wir jetzt keinen. Wir füllen jetzt keinen Kalkstein auf. Kann sein, dass wir später hier noch bis vorhin noch pflastern den Kalkstein. Dann müssen wir nur die Erde noch abgraben und dann passt das auch. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik, wenn wir es überhaupt noch machen. Das weiß ich noch nicht. Kommt darauf an, wie sehr mich das stört. Und bisher hat es mich noch nicht gestört. Warum sollte es jetzt auf einmal so sein? So, ach hier. Klebt er einfach unter der Erde. Ganz schön klebrige Erde. Gut, dann machen wir vielleicht mal wieder weiter. Schaufel raus, Erde raus, Hose runter. Und dann gib ihm. Nein, das, ich sollte nicht einfach so spontan irgendwas von mir geben. Das ist, es könnte ungünstig werden. So, so, so. Ja. Na sicher, na, natürlich, na klar. Jawohl, so geht das. Guck mal, schon ist das hier zu. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt haben wir aber noch ein paar Wände da oben auch noch rauszuklöppeln. Das machen wir auch sofort. Damit wir endlich mal anfangen können, hier mal den Feldweg zu machen. So. Und los geht's. Gut. Ist ja noch irgendwo einer drauf gelandet? Nö, ne? Ne, 28, das lässt sich durch 4 teilen, das ist alles gut. Ist ja komisch, komische Geräusche eben. So, hier hinten haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Kalkstein irgendwo. Ja, haben wir. Einmal diese Reihe, die möchte ich komplett weghaben. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass da unter und dahinter auch noch Kalkstein ist. Wird aber jeweils immer nur eine Lage, ne? Damit da halt nichts sichtbar ist davon. Und den und den. Und ich glaube, das
könnte es das schon gewesen sein? Ich frage erstmal nur einfach so in die Runde. Ja, das könnte schon... Oh, Verzeihung. Das könnte es gewesen sein. Und schon tritt man in eine Grube rein. Hier natürlich nicht. Zack. So. Das war es jetzt aber. Das war es jetzt, glaube ich. Das war ja gar nicht mal so viel. Ahaha. Da oben habe ich doch glatt wieder was übersehen. Oberhalb des Blickes sind Männer immer blind. Grundsätzlich. So. Und her damit. Sehr schön. Obwohl der ganze Böppel könnte eigentlich auch weg. Dann müssen wir den noch rausknüppeln. Den und den auch. Und dann geht das auch schon klar, glaube ich. Ach, natürlich. Kann ich da. Natürlich sehe ich den nicht. Natürlich nicht. Na sicher. Na klar. Es ist unglaublich. Ja, ich hab... Da. Ja. Nu. Nimm deinen Fuß aus dem Geäst. 106. Lässt sich 106 durch 4 teilen? Nein, lässt sich nicht. Da muss hier noch irgendwo einer liegen. Da nicht? Hä? Da ist auch keiner hinter. Ach, hier vorne liegt er. Hier. Du Bengel. Du Hundeleser. Hundeleser. Alter. So. Ja, ganz schnell. Hoch. Vielleicht brauchen wir hier auch noch so eine kleine stufige Treppe. Das wäre vielleicht auch nicht so das Dümmste, was man machen kann. So. Ach, weißt du. Die machen wir gleich anders. Die machen wir gleich mal ganz anders. Wir haben ja noch ein paar Kalksteinziegel. Ich muss gerade erst überlegen, ob das überhaupt stimmt. Ja, haben wir. So. Dat. Guck mal, hier oben ist auch noch das Loch. Das Loch im Loch. So. Und so. Dann ist das schon mal zu. Können wir eigentlich auch schon mal wieder ein bisschen runter schließen. Warum auch nicht? Das können wir gerne machen. So. So. Na, es geht doch. Das ist doch schon okay. Das kann man schon so anbieten. Jawohl. So ginge das theoretisch zumindest. So. Was haben wir hier noch? Ist hier noch irgendwas zu viel? Ja, vielleicht diesen hier. Und den. Und den und den. Ja, vielleicht auch noch den. Und dann ist das gut. Jetzt müssen wir hier weiter, immer weiter stiefeln. So, jawohl, haben wir ja auch jetzt alles dicht und das war's dann, oder? Das war's jetzt mit der Erdauffüllung. Das wäre so schön, das wäre so wundervoll, das wäre echt so grandios. Und Entschuldigung, dass ich mich immer noch räuspern muss. Das ist halt so. Da muss auch noch ein Kalksteinziegel rein. Die wir auch so gleich wieder von dem LKW rauskratzen, um sie halt gleich in die Erde reinzustopfen. 42, naja, ob das noch reicht? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, es wird noch reichen. Das wird bestimmt noch reichen. Es wird reichen müssen. 1, 2, 3, 1, 2, 1 und Treppen. Treppe. Ja. Ich sehe das. Ich sehe es. So. So. Und, diesen. Genau. So, diesen haben wir das auch schon mal. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt können wir eigentlich schon mal anfangen. Hier, das können wir später machen. Also den Feldweg hier lang zu prökeln. Warte mal. Ist denn hier oben schon irgendwas auf der Ecke genau drauf? Nein, ist hier nicht. Also quasi 1, 2, 3. Diese Ecke kann noch weg. Diese Ecke kann noch weg. Aber dann, also tiefer dürfen wir nicht. Gut, Tomaten haben wir tatsächlich en masse. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Könnte man notfalls auch drauf verzichten. Ach, wie er immer stöhnt, weißt du. So. Guck mal, jetzt brauchen wir auch nicht mehr auf den großen Weg drumherum gehen. Jetzt können wir auch den kleinen Dienstweg machen. Das ist doch ganz schön. Und jetzt haben wir auch diese Rampe schon mal fertig. Samt Leiter. Also samt Treppe. Ich finde es schön. Ich finde es ganz schick. Ich
finde es schön geworden. Einigermaßen gelungen. So, diese Ecke hatte ich gesagt, die kann um einen weg, ja? Ja, ja. Die kann um einen weg. So. Zack. Und da wird es schon wieder knapp. Da wird es ein bisschen zu knapp. Und hier ist mir jetzt eigentlich alles immer noch ein bisschen zu eng. Obwohl eng nicht unbedingt schlecht ist, ne? Aber. Habe ich da gerade einen daneben geschmissen? Nö. Gut. Ja, das. Ich muss ja gelegentlich mal nachfragen, ne? Nicht, dass jemand dann reintritt und dann drauf ausrutscht. Das wäre echt nicht so cool. So, 184 Erde. Oh, das. Wie schnell doch die Erde immer weniger wird. Das ist. Hui. So. So, ist, reicht das? Immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht an Breite. Nein. Ja, es wäre so schön gewesen. Aber ich habe leider keinen Führerschein für den Reisigbesen. Entschuldigung. Ist keine Zeit für billige Witze. Ja, na sicher, na klar. So. So ist besser. Ich drehe gleich an der Schraube. Hier mal so. Und hier mal so. Jetzt haben wir wieder so eine Scheißecke hier. Entschuldigung. Entschuldigung. Eine nicht so schöne Ecke. Reicht das jetzt? Nee, reicht immer noch nicht. Alter. Es muss leider hier so diagonal laufen, sonst wird das nichts hier mit der Zuwegung, fürchte ich. Die brauchen wir hier nicht. Oder? Das auch nicht. Das auch nicht. Diesen da schon. So, ich glaube. Ich drehe gleich an der Schraube, ey. Das. Nee, das bleibt so. Das ist so fertig. Das ist gut. Dann können wir hier nämlich einfach langstampfen und dann geht das auch in Ordnung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Von 3 auf 4, warum nicht? Kann man auch machen. Muss man aber nicht unbedingt, ne? Muss man nicht unbedingt. Aber wir können tatsächlich noch einen dran setzen. Komm, dann machen wir das. Dann machen wir das. Wir haben noch die Zeit. Zwar nicht um die Geduld. Glaubt mir, Leute, ich bin genauso ungeduldig wie ihr. Aber es gibt Dinge, die getan werden müssen. Und manchmal ist es halt Terraform im großen Stil. Und bevor ich mir nachsagen lassen muss, wie hast du das gemacht? Das haben wir gar nicht gesehen. Schäm dich, du Lump. Dann zeige ich es lieber. Ne? So, jetzt könnte das schon soweit gut sein. 1, 2, 3, 4. Ja, und daneben, da ist halt noch so ein Abhang. Das ist halt gut. Das ist halt gut. So ist das eben, ne? Wenn es gut ist, ist das schon gut. Na komm. So, dann geht das. Dann ist das okay. Denke ich mal. Wäre zumindest schön, wenn es okay ist. 46 Erde haben wir noch. Warum gehe ich jetzt die Treppe? Springen ist doch viel, viel, viel schneller. Denken sich auch die Leute, die sich vom Wolkenkratzer stürzen. So. Jetzt müssen wir stampfen. Und dann kommt da hinten nämlich noch das Angleichen, beziehungsweise das Anpassen für den Feldweg. Ja, und wie schön, dass ich so wahnsinnig intelligent bin und hier auch dran gedacht habe, dass hier eine sehr, sehr scharfe Einwegung auch sein wird. Das wird toll. Zack. 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 Scharfkantig. Sollte ich vielleicht dann doch mal so vielleicht lassen. Wo war der? Wohl hier so, ne? Aber können wir auch da drauf schmeißen. So, 7. Dann
Ja, wir müssen leider schon ziemlich früh hier schon anfangen, in die Kurve zu gehen, weil die halt, wie gesagt, sehr, sehr scharf wird. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Warum habe ich hier wieder einen 5. drin? Weiß nicht. So, das ist schon ganz richtig. Das ist okay. Dann hier noch. Vielleicht noch ein bisschen schärfer rum. Das war Reis. Da wächst auch Reis. Warum wächst hier unten jetzt Reis? Warum jetzt? Warum ausgerechnet jetzt? Warum nicht früher? So, vielleicht auch nicht. Vielleicht so. Es wird ja, wie gesagt, sehr, sehr scharf hier rum. Alter, ist das eng hier. Alter. So. Und so. Und hier kann man vielleicht auch nochmal so ein bisschen stampfen. Und hier von mir ist auch. So. Und 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ich bin schon wieder außer Atem. Ich glaube es ja nicht. Ich habe Hunger. So. Erstmal wieder ein paar Punkte wieder aufessen. Magen ist übrigens voll. Der ist schon also noch mehr und ich muss kotzen. So. Vielleicht noch hier so. Können wir hier vielleicht wieder ein bisschen weiter weniger eng rum. Eventuell. Oh gut, das können wir auch so weitermachen. Das können wir durch. Doch, das können wir. Das ist gut. Das ist gut. Das ist okay. Weil hier können wir jetzt nämlich geradeaus. Und hier haben wir dann eine Viererbreite. Jawohl. Na, das klappt doch wunderbar. Ich hoffe, da kommen wir auch ganz gut rum. Das wäre schön. Ich wünsche mir übrigens eine Walze. Warum hat kein Mensch an Walzen gedacht? Und an andere Materialien außer diesen Holzstempel? Ah, naja. Gut. Muss man alles selber machen. So, komm, springen geht schneller. Raschel, raschel, raschel. Gut. Dann wollen wir erstmal das Straßenwerkzeug reparieren. Ah, wir kommen ja ganz gut voran. Erstmal Richtung Mühle. Und dann Richtung Dame. Forsthaus. Manchmal fallen mir die leichtesten Wörter nicht ein, obwohl ich sie schon niedergeschrieben habe. Wir haben übrigens kein Holz. Das wüsste ich aber, dass wir kein Holz haben hier. Gucke. Wie viel brauchen wir denn? Wie viel Holz? Lagerplatz, komm, machen wir wieder aus. Obwohl, ach warum? Warum sollen wir den ausknipsen? Weil wir brauchen ja sowieso wieder Holz. Wir kommen bestimmt noch 2-3 Mal her. Ja, 20, 30 Mal. Bei dem Durchhaltevermögen des Straßenwerkzeugs. Zumindest das einzige Straßenwerkzeug hier im ganzen Spiel. Man hat nur das aus Holz. Glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Ich hab mal nachgeguckt. Ich habe nur das aus Holz gefunden. So, Alter. Das ist eine Hübel. Achso, wir haben eine Treppe. Gut, die habe ich jetzt ganz vergessen. Das kann auch passieren. Ist aber auch nicht schlimm. Ist ein ganz natürliches Maki-Verhalten. So, dann stempeln wir noch mal ein bisschen die Gegend. Ja, doch, das geht. Das kann man doch schon so machen, oder? Ja, das sieht doch schön aus. Wird ein bisschen knapp da, aber ich glaube, das geht. Mit einer Holzleitplanke. Maki, Planke. Ach, du alte Planke. In der Holzleitplanke kann man da bestimmt auch noch ganz gut absichern. Das wird bestimmt viel bringen. Das ist so alles so richtig. Fast.
doch, das könnte vielleicht gerade so. Ah, das wäre so scharf hier. Ja, es wäre ein bisschen zu scharf. Hier vielleicht noch und dann kommt, stampfen wir hier auch mal. Was denn für Ruth? Ach, diese Ruth. Ach, hier ruht die Tante Ruth mal wieder. Die kann woanders hinlegen. Die Ruth kann sich woanders hinlegen, habe ich gerade gesagt. Hat man vielleicht nicht gehört, weil ich so laut geschrien habe. Vor Angst. So. Na, alles kastriert? Ja, sieht gut aus. Jetzt können wir wieder. Jetzt können wir. Können wir? Doch, wir können. Das ist gut. Die Tante Ruth. Wo wollen wir. Wo wollen wir jetzt reinhauen, die Tante Ruth? Ich weiß es gerade wieder nicht. Bestimmt hier. Bestimmt hier so. Das war mit Sicherheit hier. Das wird hier echt ganz schön eng. Aber es wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Warte mal, dann können wir den auch noch umlegen. Ich bin übrigens immer noch in derselben. Was ich sagen wollte, ich bin übrigens immer noch in derselben Aufnahme. Sorry, dass manchmal so laut ist. Eigentlich ist morgen Nachmittag Livestream, aber das ist mittlerweile schon über eine Woche her, glaube ich. Haben wir noch irgendwelche Leichenteile? Nee, ne? Sonst ist hier nichts. Ich wundere mich übrigens, dass wir gar keine. Wir nehmen gar keine Saaten auf. Wow. Super. Wahrscheinlich ist das Spiel endlich begriffen. Wir haben genug. Das wäre zumindest schön. Zwar äußerst unwahrscheinlich, aber es wäre zumindest schön. Ne? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so doof. So, dann mal wieder alles reinschmeißen. Ich möchte zumindest das noch fertig wissen hier. Also wahrscheinlich muss ich noch eine Folge gleich aufnehmen. Ich bin eigentlich völlig fertig. Ist schon mitten in der Nacht. Aber ich glaube, es geht noch. Ne? Also ich bin konzentrierter als sonst. Als im wachen Zustand. Ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Ja, manche Leute, bei manchen ist das nun mal so. Bei mir eingeschlossen. Also bei mir nur, weil ich eingeschlossen bin, so. Nein, natürlich nicht. Ich bin natürlich nicht eingesperrt. Ach so, von eingesperrt hat natürlich keiner was gesagt. Ich bin eingeschlossen. Also mich eingeschlossen. Hä? Jetzt kann ich mir selber schon gar nicht mehr folgen. Und das ist eine Kunst. So, dann haben wir hier auch schon mal die Erde wieder weg. Das ist sehr gut. Ja, ja, so ist das in Ordnung. Weil diese Zunge würde ich auch noch gerne abschneiden, aber hey, was soll's. Da war so viel schönes Dünnpfiff. Die kann auch gerne drin bleiben. So. Dann einmal, zweimal. Au. So und wieder hoch mit dem Wanst. Und dann machen wir da oben nächste Folge weiter. Würde ich sagen. Und ja, ich glaube, eine Folge brauchen wir dafür noch, bis der Feldweg fertig ist. Und danach machen wir dann in die Richtung weiter. Das machen wir aber wohl erst in der nächsten Aufnahmesession, glaube ich. Weil ich mache jetzt nur noch eine Folge, glaube ich. Denke ich mal. Gut, also bis zur nächsten Folge, Eko, und gehabt euch wohl.